Dieses Projekt hat sich mit dem Thema "Es gibt keinen Planeten B" auseinandergesetzt. Und jetzt, wir kennen es irgendwie alle, Strompreise sind teurer geworden, es ist einfach alles sehr teuer. Und dann möchte man versuchen, so viel wie möglich Strom zu sparen und irgendwie die Welt vielleicht noch ein bisschen besser machen. Genau, deshalb hat diese Gruppe, wenn sie jetzt bereit ist, genau, ihr könnt dann einmal, ach so, ihr könnt, dann ist es die Gruppe Smart Home Light von Josh, Jano, Nino und Amir. Bühne frei. Wir präsentieren unser Projekt Smart Home Light von Josh, Jano, Nino und Amir. Wir haben das gemacht, weil wir bemerkt haben, dass viele Menschen das Licht und andere Haushaltsgeräte vergessen auszumachen. Und deswegen haben wir ein Netzwerk aus Kabeln, Schaltern, einer ESP8266, gebaut, damit das Licht und andere Haushaltsgeräte auch automatisch reguliert werden. Also wir haben das mit einem ESP8266, einer WLAN-Steckdose und also Jumperkabel und zwei Schaltern gebaut. Und jetzt würden wir mal eine Live-Demo geben, wie das funktionieren würde. Die Lampe, also die Lampe hier ist sozusagen unsere Zimmerlampe. Ja. Wir haben, weil wir keine Lichtschranken haben, haben wir Schalter eingesetzt. Die müssen wir jetzt manuell drücken, aber wenn man das echt machen würde, würde das automatisch passieren. Oh, wow, was? Ne? Oh. So, als Beispiel, wir sind beide sind außerhalb des Raumes und das ist das Innere des Raumes. Ich gehe jetzt in den Raum rein. Und jetzt geht das Licht an, weil ich im Raum bin. Jetzt steht Josh auch noch rein. So, jetzt bleibt das Licht an, wenn ich jetzt auch rausgehe. Dann bleibt das Licht an, weil. Dann bleibt das Licht an, weil der immer weiß, wie viele Leute im Raum drin sind. Wenn jetzt Josh auch rausgeht, dann geht das Licht wieder aus, weil jetzt niemand mehr im Raum drin ist. Ja, also wie wir es gemacht haben, ist, wir haben ein ESP32 an zwei Schalter angeschlossen und diese Schalter, die natürlich eigentlich Lichtschranken wären, würden dann ausgelöst werden. Je nach und in einer bestimmten Reihenfolge, je nachdem, ob man den Raum verlässt oder betritt. Und dadurch weiß der ESP32, ob die Personenzahl im Raum höher oder niedriger wird. Wenn dann mehr als null Personen im Raum drin sind, geht das Licht an, und wenn null Personen im Raum drin sind, ist das Licht aus. Ja, da danke fürs Zuschauen. Wir haben das Projekt ist natürlich Open Source auf dem Jugendhack-GitLab-Account. Ja. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Präsentieren. An euch habe ich auch noch eine Frage. Es war jetzt ja nur ein Tag und ein Tag ist ja wirklich, wirklich kurz. Also ich weiß nicht, die Eltern, wenn ihr arbeitet, so an einem Tag, wie viel kriegt man da schon hin? Die Kinder kriegen ganz schön und die Jugendlichen kriegen ganz schön viel hin. Könnt ihr noch einmal, oh, sorry, es tut mir wirklich leid. Ja. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr noch mehr Zeit hättet? Was wären noch neue Funktionalitäten, die ihr findet, die man noch dazu bauen könnte? Also natürlich würden wir erstmal die Buttons durch echte Schranken ersetzen. Außerdem würde man wahrscheinlich ein System hinzufügen, falls es mehrere Wege in einen Raum gibt, sodass es immer noch funktioniert. Und einen einfacheren Weg, wie man das mit anderen Geräten anschließen kann, zum Beispiel einen Ventilator oder ähnliche Sachen. Das klingt doch gut. Dann hoffe ich, könnt ihr vielleicht bei anderen Jugendhacks weitermachen. Oder ist euer Projekt auch auf GitHub oder GitLab? Achso, sorry, dann habe ich nicht. Genau, dann kann man ja auch vielleicht andere Leute, die noch weitermachen möchten und das Projekt noch ein bisschen an ihr Haus anpassen wollen. Vielen Dank für eure Präsentation.